Hallo ihr Lieben, ihr habt lange darauf gewartet und heute ist es endlich soweit. Wir präsentieren heute unsere Kartensammlung. Dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir relativ spät angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Und da haben wir zum Anfang immer ein paar gemischte Booster gekauft. Wir kannten uns noch nicht so richtig aus, wo wir was kaufen und bestellen sollten. Also haben wir hier angefangen mit so relativ, ja, nicht so hochwertigen Ordnern. Hier haben wir jetzt so einige Karten drin, strahlende Sterne. Das haben wir zwar soweit alles einsortiert, aber hier fehlen uns auch noch ziemlich viele Karten. Ja. Und ja, Mats, wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir das nicht weiter sammeln werden, oder? Ja. Das heißt, wenn wir irgendwann mal zwischendurch ein paar Sachen sehen, dann würden wir das zwar noch damit zufügen, aber sonst haben wir uns dazu entschieden, das jetzt hier nicht zu vervollständigen. Deswegen gehen wir hier auch ganz schnell durch. Da gibt es also tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen zu diesem Ordner. Dann kommen wir nämlich schon zu unserem nächsten Ordner. Und zwar hier eigentlich genau das Gleiche. Wir haben hier glänzendes Schicksal noch ziemlich viele Karten aus irgendwelchen alten Boostern gezogen, die wir hier entsprechend einsortiert haben. Aber auch hier haben wir tatsächlich nur die normalen Karten einsortiert und keine Special-Karten mit bei. Genau, und deswegen haben wir auch hier uns dazu entschieden, das nicht weiter zu sammeln, weil so richtig eingestiegen ins Pokémon-Karten sammeln sind wir bei dem Set Zenithia Könige. Da haben wir auch andere Ordner gekauft, die ein bisschen stabiler sind und hier auch ganz einfach sind, um die zu transportieren. Die finden wir ziemlich cool, wobei wir auch dann nach und nach unsere Ordner noch entsprechend anpassen wollen. Das zeigen wir euch aber später. Genau, hier sind wir schon ziemlich weit und hier haben wir es dann so einsortiert, dass wir die normale Karte immer hier vorne einsortiert haben und die Reverse-Karte davon haben wir hier dahinter gepackt. Ne? Dass es also quasi immer genau die gleiche Karte ist hier als normal und einmal als Reverse-Karte. Hier haben wir schon ziemlich viel zusammen, oder Mats? Ja. Also hier fehlt uns noch nicht mehr so viel. Und hier würden wir tatsächlich im Schnelldurchlauf einfach mal ein bisschen durchblättern, weil ich denke, die Karten sind gar nicht so interessant. Euch interessieren natürlich viel eher die ganzen Special-Karten, die ganzen Hits natürlich. Ja. So, Mats. Also hier seht ihr schon, haben wir viel, viel mehr Karten. Und hier fehlen uns zwar noch welche, ja, aber die werden wir uns dann auch nach und nach noch zusammentauschen oder nachkaufen. Ja. Genau. So, ich werde euch jetzt hier gar nicht weiter mit den Karten langweilen. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Ordner. So, in diesem Ordner haben wir unsere ganzen Hitkarten von Zenithia Könige und Obsidian Flammen. Hier haben wir hier alle auch doppelt gesleeved und dann jeweils hier einsortiert. Und wenn uns hier eine Karte fehlt, dann lassen wir dafür mal den Kartenplatz frei. Und dann können wir in dem Kartenguide schauen, welche Karten das sind. Nicht wahr, Mats? So, das Mew haben wir uns letztes erst ertauscht. Das ist cool. Und das strahlende Indynalus, das hat uns so verfolgt, oder? Das haben wir so oft gezogen. Das war echt Wahnsinn. Aber das ist trotzdem eine ziemlich coole Karte, oder? Ja. Auf jeden Fall. Mats, welche gefällt dir hier am besten? Ich finde Rayquaza, Rayquaza V-Max und Rayquaza V am coolsten. Wir müssen doch irgendwann mal eine Übersicht machen von den ganzen Karten, die uns noch fehlen, damit wir doch einfach mal noch mal mehr tauschen können. Wir zeigen euch danach noch mal den Ordner mit den Karten, die wir doppelt haben. Volo haben wir auch mega oft gezogen, oder Mats? Den hatten wir auch ganz, ganz häufig. Aber er ist cool. Volo ist cool auf jeden Fall. Was haben wir noch ganz oft gezogen? Pikachu, coole Karte. Keldeo haben wir öfter gezogen. Hier Mew haben wir ganz häufig gezogen. Kurelei glaube ich gar nicht so oft. Ich glaube nur einmal. Ja, ne? Ja. Genau. So, Mats. Ihr seht also, hier fehlen noch einige Karten. Altaria. Die ist schön. Auch sehr. Pfiffchen, die hatten wir auch öfter. Haben wir letztens mit Rohkart getauscht. Ja. Dann hat er die jetzt auch endlich. Ja. Pikachu, Riolu hatten wir auch mehrmals gezogen. Mewtwo Vista. Seraora Vista. Darkrai. Den haben wir zweimal gezogen, oder? Ja. Genau. Hier Glaciola Vista. Oh. Die finde ich ja mega cool. Ich finde Seraora V-Max auch geil. Ja.
Was sagst du zu Hisui Atmurai V? Auch richtig geil. Die ist Darkrai, cool, ja? Deoxys, Seraora, Mewtwo, noch ein Deoxys. Cool. Okay. Wir hoffen, ihr könnt hier alle Karten gut erkennen. Es blendet natürlich ein bisschen durch die Folie. Mal hier, Samazenta V. Regigigas V. Den hatten wir auch doppelt, den haben wir getauscht letztens, nicht wahr? Ja. Zwei Goldkarten. Haben wir die beide gezogen, ja, ne? Ja, beide haben wir gezogen. Und zwar haben wir... Welche haben wir als erstes gezogen? Die. Die, oder? Und dann die. Okay. Aus so welchen Tins. Genau. Und die haben wir als letztes gezogen in den... In einer... Tin? Nein, aus einer Tin, so eine ja. Arctos, Zapdos, Lavados Tin oder so. Ja. Da war das aus die letzte Tin und das letzte Booster. Und die letzte Karte, das war mega krass. Ja. Das war krass. Und da habe ich ja auch noch alleine aufgenommen. Da hast du noch alleine aufgenommen, genau. Ja. Okay, ihr seht, Pikachu. Wir haben ziemlich viele Pikachu V-Max Kollektionen geöffnet. Ja. Ja, und eigentlich waren es 9 Stück, oder? Ich glaube, eine Karte haben wir verschenkt. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen haben wir hier noch nicht, haben wir nicht mehr alle. Lucario, wie viel haben wir denn? Normale Top-Trainer-Boxen? 3? 3 oder 4, weiß ich gar nicht mehr genau. Wir haben bereits so viele Packs geöffnet, dass wir uns das alles gar nicht merken können. Jetzt beginnt es mit Obsidian Flammen. Genau, das ist das aktuelle Set. Ja, Obsidian Flammen mit den Karten. Hier auch hier fehlen uns natürlich noch einige. Mats Klibbe EX haben wir letztens erst gezogen. Pamomamo EX, der ist auch ziemlich cool. Lumiflora, ja, Glurak. Glurak, ja, genau. Den haben wir einmal, oder? Ja. Genau. Miraidon, auch sehr geil. Also wie ihr seht, da fehlen noch genug Karten, um das überhaupt hier zu vervollständigen. Delfinator, Ferox, Winona, Vampitz. So geile Karten. Die sind cool, oder? Ja. Da haben wir tatsächlich noch sehr, sehr viele Karten, die wir hier noch reinsortieren müssten, wenn wir sie endlich gezogen haben. Also ein ganzes Display haben wir noch. Auf jeden Fall. Da müssen wir uns noch überlegen, ob wir hier noch mal mehr Displays kaufen oder ob wir uns die Karten zusammentauschen oder die einzeln kaufen, oder? Ja. Glurak EX, die haben wir doppelt. Hornweisel, auch sehr stark. Despota, Kubuin. Hier, Otis, Mats. Wie oft haben wir den gezogen? Dreimal? Ja, ne? Zweimal. Ich glaube dreimal, genau. Cool. Hier, die hatten wir auch erst im letzten Video gezogen. Die Energie. Poppy, mega cool. Ja. Genau. Und hier sind die Karten von irgendwelchen Promo-Boxen und so. Ja. Ne? Diese Karte ist, glaube ich, von der Build and Battle Box aus dem Pre-Release-Turnier, oder? Ja. Genau. Muss so sein. Und dann sind wir mit diesem Ordner auch schon durch. So, dann kommen wir noch mal zu dem etwas älteren Ordner. Hier sind die ganzen normalen Karten drin von Karmesin und Purpur. Ja. Genau. Auch hier haben wir schon ziemlich viele Karten zusammen. Und auch hier machen wir es so, dass wir die normale Karte hier vorne von vorne reinstecken. Und die Reverse-Karte von hinten. Hier sind die normalen Karten halt drin. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, nochmal neue Booster zu kaufen. Ja. Die paar Karten, die uns hier noch fehlen, die werden wir so alle mal kaufen und dann haben wir das Set zusammen. Oder halt tauschen, ne? Aber extra jetzt nochmal Booster öffnen, macht hier keinen Sinn. So, dadurch, dass es jetzt hier die ganzen normalen Karten sind, wollen wir hier nur kurz durchfliegen und gar nicht mehr so viel um heißen Brei herumreden, weil ihr wollt doch sicherlich noch den nächsten Ordner sehen. So, dann haben wir hier das normale Set von Obsidian Flammen. Also auch hier wieder die ganzen Karten so einsortiert, nach der gleichen Logik wie die anderen. Dass wir also vorne die normale Karte haben und hinten die Reverse-Karte. Auch hier sehe ich, dass schon ziemlich viele Karten zusammengekommen sind. Da fehlen uns gar nicht mehr so viele. Krass. Hier hätten wir noch ein ganzes Display. Das öffnen wir auch noch demnächst. Und die restlichen Karten, die uns dann fehlen, die würden wir tatsächlich uns zusammentauschen oder nachkaufen, oder Mats? Ja. Das ist gar nicht mehr so viel. Guck das mal an, das ist echt
ziemlich viel, was hier schon drin ist, oder? Ja. Aber bei so viel Packs, wie wir laufend öffnen, das ist ja gar kein Wunder, schon so viel hier drin ist. Richtig, ja. Richtig krass. Guck dir das mal an. Ganz wenige, wo gar nichts mit drin ist. Ne? Ja. Ja. Wir sind mit dem Einsortieren immer ein bisschen nachlässig, weil wir kaum Zeit dafür haben, oder Mats? Ja. Du gehst ja in die Schule tagsüber. Nachmittags schauen wir, dass wir auch mal ein bisschen Freizeit genießen können. Oder wir müssen halt Hausaufgaben machen. Ja. Die nächsten Videos aufnehmen, Videos schneiden. Kommen wir zum nächsten Ordner. Das ist hier auch Entwicklungen in Paldea, oder? Ja. Genau. Und? Ja. Kamen Sie in Purpur? Also genau, einmal quasi kamen Sie in Purpur. Das erste Set und Entwicklungen in Paldea. Ja. Und das sind auch die Special-Karten. Ja. Cool, cool. Ja. So, Mats. Welche gefällt dir am besten? Ich habe Miraidon, Koraidon. Okay. Auch hier fehlen noch ziemlich viele Karten. Carpador haben wir letztens getauscht von Rokat. Und wir haben dafür ziemlich viele andere Karten hergegeben. Ja. Im gleichen Wert. Hierarchei auch sehr, sehr cool. Und hier sind auch noch ziemlich viele Karten offen, oder? Ja. Hm. Pamumamu, auch sehr cool. Hier, spielen Sie der CX ist cool. Und Gladimperio. Ja. Ja, da haben wir auch gefeiert, als wir den gezogen haben, oder? Und den finde ich ja mega cool. Hier, der sieht da so schön aus. Richtig, richtig cool. Richtig cool. So. Hier, Miraidon. Ja, der ist cool. Koraidon. Die Mimi haben wir, glaube ich, auch dreimal gezogen. Dreimal. Ja. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Ah, die feiere ich richtig. Ach, eigentlich feiere ich alle Karten, oder? Die sind alle total cool. Ja, jetzt kommen wir zu den geilen. Okay. Also tatsächlich, die haben wir auch doppelt gehabt, ne? Die haben wir auch zweimal gezogen. Ja. Also ziemlich cool, die ganzen Karten. Und auch hier fehlen uns noch ziemlich viele, oder Mats? Dann müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen, damit das voll wird. Und mir ist jetzt erst eingefallen, dass uns noch das Miraidon fehlt. Richtig, genau. Die haben wir gezogen, ne? Ja. Und das normale Miraidon, das fehlt uns auch noch. Genau. Ja. Hier die ganzen coolen Goldkarten. Richtig, richtig cool. Sehr, sehr cool. Jetzt Entwicklungen in Paldea. Genau, jetzt haben wir hier noch so ein paar Promokarten einsortiert. Irgendwann kommt ja auch immer der Punkt, wo es ganz schwierig wird, wo man die ganzen Karten überhaupt noch einsortieren soll. Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, wie wir die besser sortieren könnten. Dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Darüber freuen wir uns total, weil wir wissen gar nicht, ob das hier der logischste Weg ist, die zu sortieren, oder Mats? Ja. Bei Londoner EX, sehr cool. Ich werde immer so ein bisschen die Seiten hochheben, weil ich gesehen habe, dass es ziemlich blendet. Durch die Lampe von oben. Da sind die ganzen coolen Extrakarten. Ist Lohn. Ja, ja, der sieht verrückt aus, oder? Ja. Nahrhaftes Eisen. Hier Weherber, Kroke und hier Datignis. Den hatten wir auch doppelt. Kroke ist einer der coolsten, würde ich sagen. Ja, der ist wirklich cool, da hast du recht. Hier Kubuin. Ja. Raichu, der verkehrt rum schläft. Genau, richtig. Hier fehlen auch noch mega viele Karten, oder? Ja. Hiervon hätten wir noch ein ganzes Display. Da müssen wir echt mal ausrechnen, ob es denn Sinn macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass genau die fehlenden Karten da drin sind, ist nicht so hoch, oder? Da müssen wir echt mal schauen, Mats, ob wir die nicht einfach alle nachkaufen. Die beiden. Sehr und hier, cool. Das Lächeln. Ja, die sehen ein bisschen gruselig aus, oder? Also hier seht ihr, uns fehlen noch ziemlich viele Karten. Die Denne, Uhafnir, Epitaph. Ja. Enigmara. Genau, also wir haben noch ziemlich viele Karten, die hier fehlen. Ja. Und da müssen wir uns überlegen, ob wir die nicht einfach so nachkaufen. Juju. Juju X haben wir auch mehrmals gezogen. Skelogrock. Baujian. Ja. Hier haben wir auch jetzt doppelt sogar. Grusha. Bei Londa. Sind wir schon durch hier, Mats? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ihr seht, uns fehlen noch ziemlich viele Karten. Kommen wir mal zum nächsten Ordner.
Hier haben wir alle möglichen Karten gemischt drin, die einfach Hits sind, die wir mal irgendwo gezogen haben oder extra durch Zufall irgendwie erworben haben. Hier, das haben wir, glaube ich, mal... Wir haben uns mal 100 Karten geholt und da war die mit bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, ne? Der Typ hat das auf jeden Fall übers Ohr gehauen, aber ist egal. Ja. Das waren unsere Anfänge. Also hier... Hier, Kapuriki. Ja, also hier haben wir auch mega viele Karten Nachtara, drin. Ja, genau. Mewtwo, Zekrom, Quajutsu. Genau. Hier ist also auch ein bisschen gemischt, ne? Hier ist so eine japanische, chinesische, was auch immer. Japanisch wahrscheinlich. Ja, Karte. Englische, deutsche. Also das ist so ein bisschen durcheinander. Raikou Goldstar hier. Wo haben wir den her? Das weiß ich noch nicht mehr. Vivid Voltage. Ja, okay. Ja, ist der englische Name. Den deutschen kenne ich nicht mehr. Farbenschock, oder? Ja, Farbenschock. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das hergezogen haben. Also, ja, ihr seht, da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir haben auch nicht zu jeder Karte eine coole Geschichte, außer hier. Die Karten haben wir gezogen von McDonald's. Ja. Das haben wir gezogen, nachdem wir beim Pre-Release-Turnier waren. Ja. Da sind wir nach dem Pre-Release-Turnier nämlich mit Rokat zu McDonald's gefahren und haben uns jeweils 2 Happy Meals gekauft. Und da haben wir dann zumindest das Quacks und das Pikachu gezogen. Hier. So, auch eine Karte, die wir, glaube ich, zur Bestellung haben. Genau, da haben wir bei Nerdix einen Laden in Pankow, glaube ich. Pankow-Künstlerberg, irgendwie in Berlin. Da gab es sie denn dazu. Da hatten wir was gekauft? Ich glaube, irgendein Display oder so. Ja, Display. Kommen wir zur nächsten Seite. Mewtwo. Wo haben wir den her? Haben wir den auch getauscht? Getauscht, ja. Getauscht, okay. Auch getauscht? Ich glaube, ja, oder? Nee, den hatten wir gezogen. Echt, ja? Ja. Also... Ihr seht, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Englisch? Genau, hier auch gezogen. Also die meisten Karten haben wir selber gezogen tatsächlich. Ja. Relativ wenig haben wir getauscht. Ja, also sind auf jeden Fall coole Karten bei. Ja, meine erste V-Karte. Echt, ja? Mein allererster Hit, ja. Das weiß ich gar nicht mehr, kannst du mal sehen, Mats. Da kannst du dich noch dran erinnern, das ist natürlich cool. Blauzu, Flamara, Arceus, Blitzer. Bei Magma-Becken haben wir auch total gefeiert, als wir das gezogen haben. Und wir haben vergessen aufzunehmen. Echt, ja? War das so? Das weiß ich gar nicht mehr. Krass. Ja, auch hier Vulpix V-Star. Hier ist wieder eine englische Karte mit bei. Der Stein, Mats. Hast du mal gesagt, der Stein. Ja. Strahlen ist... Hirashi, das haben wir, glaube ich, auch selber gezogen, oder? Nee, den hatten wir getauscht. Echt? Ja. Okay, also ihr merkt, egal was ich sage, es stimmt nur zu 50%. Okay, wo waren das Dresilia bei? Was wir aus diesem Rossmann-Booster, oder nee, aus dem Rossmann-Blister gezogen haben? Das müsste gleich... Ja, hier. Ah, okay, alles klar. Das haben wir gezogen mal aus einem Rossmann-Blister. Das haben wir gekauft, glaube ich, für 10 Euro so ein Blister mit 2 Boostern drin. Und da war diese coole Karte drin. Ja. Ja, also ihr seht, wir holen überall mal zwischendurch Booster. Auch geil. Ja, wo haben wir die her? Bloß Booster, glaube ich. Ja? Nee. Mein erstes Display. Oder mein zweites? Erstes oder zweites? Okay, alles klar. Hier aus der Morpeko V-Union Box, oder? Ja. Das war auch cool. Was haben wir hier noch? Quajutsu. Genau, okay. Das war aus den Boxen, wo wir noch gar nicht uns gezeigt haben, wo Mats das alles von selber einfach nur geöffnet hat und wir von oben einfach nur die Kamera haben laufen lassen. Ohne irgendwelche Töne dazwischen oder einfach nur der Hintergrundmusik. Ja. Und hier war ein Kartenfehler bei. Da war nämlich anstatt irgendeiner anderen Karte, war hier diese Karte doppelt mit bei. Das war auch cool, oder? Ja. Das war Sächchen, auch coole Karte. Ja, das war eine englische, die wolltest du auch einfach so haben. Die habe ich schon, habe ich die bestellt oder haben wir die irgendwo gekauft? Die haben wir, glaube ich, bestellt. Stimmt, genau. Ja, genau, so war das nämlich, genau. Also hier Sächchen, auch ziemlich cool. Was kann man hier jetzt noch alles? Oh ja, jetzt kommen coole. Ah, hier Dark Sylveon. Hier Arceus, Lucario. Genau. Die hier wolltest du einfach, die wolltest du haben, die Box. Die habe ich dir mitgebracht, ne? Best Celebrations ist. Genau, die wolltest du mal öffnen.
Da haben wir auch danach gesehen, dass wir die Lampe gar nicht anhatten und es total dunkel war. Eigentlich total schade. Ja, was haben wir hier noch alles, Mats? Belectro, Lucario, Mewtwo natürlich. Ja. Auch hier alles Mögliche an coolen Karten. Hier, Glurak, Glurak, Glurak. Hier, das sind die ganzen Promos hier. Ach ja, genau. Das, war das aus der Glurak UPC oder UPK, wie auch immer? Genau, hier haben wir noch zwischendurch noch die ganzen, noch oder noch ein paar Promokarten. Und da sind wir schon bei der letzten Seite, Mats. Haben wir die hatten wir doch gerade ein paar Seiten vorher. Die hatten wir doch. Ehrlich? Ja. Dann lass uns doch mal schauen. Weißt du noch wo? Ja, warte, noch eine. Dann noch können wir eine? Die nämlich gleich in unseren. Die müsste gleich kommen. Da. Ah, okay. Dann werden wir die gleich rausnehmen und in unseren doppelten Ordner machen. Dann haben wir die ja doppelt. So, Mats, dann packen wir die gleich beiseite. Das trifft sich doch gut. Und da seht ihr nämlich, wie schwierig das ist, bei so vielen Karten überhaupt noch durchzusehen. Kommen wir also zu dem Ordner mit unseren doppelten Karten. Karten zum Tauschen. Genau. Strahlendes Lurak hatten wir auch schon. Strahlendes Arkup, auch cool. Ja, auf jeden Fall. Auch die haben wir hier alle eingesleeved extra nochmal. Ne? Das heißt also, wenn wir eine Karte haben, dann ist die mindestens einmal gesleeved und die meisten sogar doppelt. So. Hier unsere ganzen Volos. Ja. Mhm. Ich hoffe, ihr seht das. Oder es ist gut zu erkennen. Das werde ich ja erst beim Video später sehen. Hier. Mewtwo Vista. Hier, genau. Mats, wollen wir den hier oben mit reinmachen jetzt? Ja. Okay, dann werden wir den hier oben mit reinmachen. Okay. So. Hier kommen wir auch doppelt gesleeved, doppelt gesleeved. Dann kann nichts schief gehen. Ach, Silembrim. So oft gezogen, oder? Ja. Wahnsinn. Hier Schlaraffel, uns hat er nicht so doll verfolgt. Ja. So, auch hier unsere coolen Hits, die wir doppelt haben. Da ist ein bisschen was bei, oder Mats? Mhm. Pikachu. Sehr, sehr cool. Wusstest du? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Sag du es erst. Ist es das hier ein Ditto? Ja. Ja? Guck dir die Augen an. Ah, okay, alles klar. Okay. Ist hier irgendwie gemacht? Hier, Samazenta, schau mal, wie oft wir den gezogen haben. Der hat uns auch verfolgt, auf jeden Fall. Kladiantri. Hier sind jetzt eher die unspektakulären Doppelten, oder? Aber gleich kommen die guten. Gleich kommt doch ein bisschen was, auf jeden Fall. So, genau. Jetzt kommen noch ein paar coole Doppelte. Hier unsere Mimi, da noch mal eine Mimi. Ja. Gardevoir EX hier, die ist auch doppelt. Ja. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Eisenrad. Ja. Krass, oder? Ja. Hier Pikachu. Hier auch noch mal. Das ist ja schon aus dem neuen Netz? Nee, ist noch. Nee, nee. Aus Entwicklung in Paldea, ne? Ja. Genau, hier die Däne dreimal, unglaublich. Ja. Juju EX haben wir nochmal hier. Dann haben wir nochmal Juju EX. Baojian, genau. Dresia, die haben wir doppelt. Wo ich dir mal. Wusstest du das noch, wo ich dir ein Pack geben wollte? Dann hattest du das Baojian drin? Ja, da haben, genau. Da haben wir getauscht, weil ich dachte, dass Mats danach wieder Pech hat. Und dann habe ich ihm den Hit geklaut hier. Und bevor wir jetzt die letzte Seite unserer doppelten Karten zeigen, verabschieden wir uns schon mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt kommen wir zur letzten Seite. So, Mats. Auch hier Otis und Glurak. Ja, genau. Wenn ihr coole Tauschkarten habt, die uns noch fehlen, dann schreibt uns doch einfach mal an oder schreibt es in die Kommentare. Und jo, sagt uns doch mal, ob wir öfter mal solche Videos machen sollen, wo wir euch die ganzen Karten zeigen. Und sonst kann ich euch jetzt schon mal verraten, werden wir im nächsten Video diese Pokémon Go Box öffnen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.